Die letzten 5 Monate sind für mich wie im Flug vergangen. Eine Achterbahnfahrt. Bei meiner ersten Rede als Bundeskanzler waren wir noch im Lockdown. Meine erste Entscheidung war, diesen noch vor Weihnachten zu beenden. Meine erste Reise nach Brüssel. Die Pandemie war das Gesprächsthema mit Scholz und Macron. Mein erster Staatsbesuch in der Schweiz. Mit Bundespräsident Cassis habe ich über Nachbarschaftspolitik und Asyl geredet. Ja, wichtige Themen. Und ja, schwierige Themen. Und dann kam der 24. Februar. Das Undenkbare passiert. Krieg in Europa. Nicht zum ersten Mal. Aber wie sehr haben wir alle gehofft, dass es damals zum letzten Mal gewesen sein würde. Damals, als nach dem letzten Krieg die Besatzungszeit zu Ende ging. Wir sind da, wenn es um schwierige Entscheidungen für Österreich geht. Damals wie heute. Wann immer uns Österreich braucht, sind wir zur Stelle. Damals wie heute. Immer wenn wir Verantwortung für Österreich übernommen haben, ist es gut für das Land ausgegangen. Das war damals so und wird auch weiter so sein. Das heißt für uns als Partei, aber vor allem für mich als Bundeskanzler, die Sorgen der Menschen zu verstehen und ernst zu nehmen. Die Angst und Ungewissheit, die uns alle bewegt. Die Sorge um das, was sich die Menschen aufgebaut haben. Die Sorge der Eltern um die Zukunft ihrer Kinder. Und die Sorge vor einer Veränderung zum Schlechteren. Als Bundeskanzler stehe ich dafür in der Verantwortung. Aber auch als Vater und Ehemann, Sohn und Bruder. Deshalb nehmen wir gemeinsam diese Verantwortung an, die Zukunft heißt. Erkennen wir im Blick zurück, dass uns der nach vorne keine Angst machen muss. Wie schon Generationen von uns und Generationen dieser Partei vor uns. Wenn wir einander und auf unsere Kraft vertrauen, wird aus Sorge Zuversicht, aus Ungewissheit Sicherheit und aus Verschiedenen eine Gemeinschaft. Ich glaube an dieses Österreich. Ich glaube an die Gestaltungskraft dieser Partei. Ich weiß, damit bin ich heute und hier nicht alleine, ganz im Gegenteil. Das möchte ich meinen Freunden am Parteitag nahebringen. Und das sollten wir den Menschen vom Parteitag mitbringen.